Bis zu 5-mal steigt sie hinab, mit sicherem Schritt. Geschickt schlägt sie sich durch ein Dickicht. Sie hat Hunger. Hunger auf Blut. Denn Blut braucht sie zum Leben. Der Alltag einer Kopflaus. Ihr Steckbrief: Parasit. Gehört zu den flügellosen Insekten. Größe 2 bis 3 mm. Bewegungsorgane: 6 Beine mit starken Klauen zum Klettern. Lebenserwartung: bis zu 30 Tage. Lebensraum: Kopf des Menschen. Charakter: Plagegeist. Hauptfeind: 100% wirksame Läusemittel. Ein Kindergarten irgendwo in Deutschland. Es ist einer der Lieblingsaufenthaltsorte unserer Protagonistin. Menschen auf dichtem Raum, das ist ihre Chance, sich zu verbreiten. Sie liebt es, wenn Kinder beim Spielen ihre Köpfe anlehnen. Dabei ist es egal, ob die Haare gewaschen sind oder nicht, denn die persönliche Hygiene hat rein gar nichts mit Lausbefall zu tun. Der Biss der ersten Läuse bleibt unbemerkt. Man spürt ihn nicht, denn sie betäuben die Einstichstelle mit einem Sekret, das sie über den Speichel abgeben. Erst nach 3 bis 4 Wochen tritt verstärkt Juckreiz auf. Erkennungszeichen sind häufig kleine rote Punkte im Nacken oder auf der Kopfhaut. Bis zu 300 Eier legt eine einzige weibliche Laus. Immer in der Nähe der Kopfhaut, bei einer konstanten Temperatur von ca. 28 bis 30 Grad. Die nur 0,8 mm kleinen Nissen werden mit einer wasserunlöslichen Substanz ans Haar gekittet und mit einem Chitingehäuse umhüllt. Nach ca. 7 Tagen schlüpfen die Larven, auch Nymphen genannt, aus den Eiern. Weitere 8 bis 10 Tage vergehen, bis die Kopflaus geschlechtsreif ist. In dieser Zeit durchläuft die Nymphe 3 Stadien. Mit ca. 1,5 Millionen gemeldeten Fällen im Jahr ist Kopflausbefall die zweithäufigste Infektionskrankheit bei Kindern. Über die hohe Dunkelziffer kann nur spekuliert werden, denn nach wie vor werden viele Fälle aus Scham nicht gemeldet. Die Wahl der wirksamen Mittel ist gut zu überlegen. Eine große Hilfe bei der Auswahl des Mittels ist dabei das Infektionsschutzgesetz. Chemische Produkte greifen das Nervensystem der Läuse an. Das entwickeln Nissen erst nach 4 Tagen. Bis dahin bleibt die Behandlung ohne Wirkung. Außerdem sind Läuse zunehmend chemieresistent und die Anwendung ist unter Umständen toxikologisch bedenklich. Die Alternative sind physikalisch wirkende Kopflausmittel. Dabei handelt es sich in der Regel um Medizinprodukte, die auf Ölen wie Kokosöl, Sojaöl, Neemöl oder Dimethikon basieren, wovon aber nur die wenigsten ausreichend wirksam sind. Sie alle haben das gleiche Wirkprinzip. Sie verkleben die Atemöffnungen, die Stigmen der Läuse. Dadurch ersticken sie. Die speziellen Inhaltsstoffe von Moskito-Läuse-Shampoo trocknen die Läuse zusätzlich aus, was zu ihrem Tod führt. Außerdem werden die Nissen inaktiv und ihre Kittsubstanz wird angelöst, wodurch das Auskämmen erleichtert wird. Seine Wirkung wurde durch das Umweltbundesamt bestätigt und als einziges nicht-chemisches Mittel gemäß § 18 Infektionsschutzgesetz in die Liste der behördlich zugelassenen Entwesungsmittel aufgenommen. Gesundheitsämter dürfen ausschließlich die nach diesem Gesetz gelisteten Mittel für die Behandlung bei Kopfläusen empfehlen. In der Regel übertragen sich Läuse über den direkten Weg, also von Kopf zu Kopf, zum Beispiel beim Spielen mit Freunden oder bei einer Umarmung. Es ist jedoch nicht auszuschließen, dass sich Läuse auch über den indirekten Weg übertragen, über gemeinsam genutzte Gegenstände wie Kindersitz oder Fahrradhelm. Deshalb empfehlen führende Hersteller von Arzneimitteln zur Läusebekämpfung eine ganzheitliche Therapie. Viele Methoden sind jedoch veraltet, wie das Aushungern der Läuse in Plastikbeuteln, Plüschtiere ins Tiefkühlfach oder Wäsche waschen bei 60 Grad.
Moskito bietet erstmalig die Möglichkeit, auch empfindliche Bund- und Feinwäsche effektiv und unkompliziert von Läusen und Nissen bei 30 Grad zu entfernen. Einfach eine kleine Menge des Moskito-Waschmittels zu Ihrer gewohnten Wäsche dazu dosieren. Mit dem Umgebungsspray können Gegenstände wie Fahrradhelme, Sofas, Kindersitze im Auto, Teddys und so weiter genauso effektiv und unkompliziert entlaust werden. Einfach einsprühen, einwirken lassen und die toten Läuse absaugen. Damit Sie nachhaltig von den Plagegeistern verschont werden, sollten Sie folgende Punkte genau beachten. Lausbefall muss behandelt werden. Die Einwirkzeit des Shampoos einhalten. Ausreichend dosieren. Kontaktpersonen wie zum Beispiel Familienmitglieder mitbehandeln. Ganzheitliche Behandlung der Umgebung und des sozialen Umfelds. Produkt mit ausreichender Wirksamkeit anwenden. Für alle Produkte gilt, unbedingt Zweitbehandlung nach 8 bis 10 Tagen durchführen. Moskito-Läuse-Produkte sind wirksam und sicher. Sie wirken ganzheitlich, schnell, physikalisch, ohne Resistenzen. Eine Verdachtsbehandlung aller Familienmitglieder ist bedenkenlos möglich. Zum Läuse-Shampoo gibt es einen hochwertigen Nissenkamm aus Metall und eine Duschhaube. Moskito-Läuse-Produkte. Angenehm anzuwenden, pflegend und wohlriechend. Keine Nebenwirkungen bekannt. Für Babys ab 3 Monaten geeignet. 4-sprachige Gebrauchsanleitung. Moskito-Läuse-Shampoo, Läuse-Waschmittel und Läuse-Umgebungsspray. Die modernste Form der Läusebekämpfung.